Leute, heute werde ich mal Lea nicht enttäuschen. Ich werde Lea nicht enttäuschen, ich werde mich heute benehmen auf dem Turnier. Lea, hallo, Lea! Lea! Lea will uns nicht Hallo sagen, das ändern wir jetzt. Da darf man nicht hin. Ja, nein, wir gehen nicht hin. Hallo, Lea! Okay, let's go! Die Woche war mal wieder komplett verrückt. Es waren wieder Ups und Downs, also wirklich geisteskrank. Ich verstehe nicht, warum in meinem Leben nicht einmal eine normale Woche sein kann. Und die Woche fing auch immer an mit etwas richtig Weirdem. Und zwar sind meine Schuhe angekommen, die ich ihm vor 100 Jahren bestellt habe. Und ja. Ich habe mir neue Badestappen gekauft, aber ich bin mir nicht sicher, ob die so cool sind. Also, ich habe sie im Internet gesehen, da sah die richtig geil aus, aber... Naja, also... Wie, du lachst? Scheiße, Digga, wie teuer waren die? Ich hab gesagt, du darfst nicht lachen, Junge. Ich hab nicht teuer, oder? Ja, die haben 190 Euro gekostet. Ich wette mit dir, bei den Frauen kommen sie richtig gut an. Ich werde mal vorbeilaufen und gucken, ob man was merkt. Warum wird hier schon wieder gefüllt? Fällt dir nichts auf an mir? Was ist das? Was? Du findest sie nicht cool? Du musst ja immer selber anziehen, glaub mir, die sind so bequem. Bombastisch, ne? Sauber, wir sind. Guck mal, wir fühlen direkt cooler, ne? So, jetzt ehrlich, wir fühlen direkt tausendmal cooler. Oh ja, yeah, jetzt hast du verstanden. Naja, ich sie gönne jetzt halt mir. Nein! Guckt euch die Dinger an, Digga. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sie feiert. Danach ist etwas richtig Beschissenes passiert und zwar hat Flash einen Unfall gehabt, der kleine Mann. Wie konnte das passieren? Flash war mit Zoe draußen auf dem Spielplatz und dann ist einfach ein Fahrradfahrer über diesen Spielplatz gefahren und hat Flash angefahren. Gegen 100 km/h mit so einem Rennrad. Ganz viele Leute haben sich auch richtig beschwert, also es war Eskalation pur. Der Typ, der ist irgendwie da ausgerastet, hier und da. Riesenszene. Wir mussten aber wieder mit Flash zum Tierarzt. Leute, Flash hatte gerade einen kleinen Unfall mit dem Fahrrad und wir haben jetzt irgendwie Angst, dass da irgendwas passiert ist. Oh nein. Aber ihm geht's eigentlich richtig gut, keine Ahnung. Aber irgendwie ging's ihm blendend. Also er hat irgendwie nichts davon gehabt. Ich hab's gar nicht geglaubt, dass da irgendwas passiert ist. Der Fahrradfahrer hat sich richtig erschrocken und ist dann irgendwie hingefallen. Und das Einzige, was jetzt kaputt ist, ist das Fahrrad hoffentlich. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Flash hatte keinen Unfall mit dem Fahrrad. Das Fahrrad hatte einen Unfall mit Flash. Flash ist auf jeden Fall ein richtiger Held. Guckt euch den mal an, Alter. Der Fahrradfahrer war komplett gestört. Er hat noch eine Vollbremsung gemacht. Boah, was ist da passiert? Dann ist er über ihn drüber gefahren. So ist richtig traumatisiert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es ihm so gut geht. Ey, mir geht's blendend. Wir müssen ich glaube, er hat es heute schon wieder vergessen. Er hat es doch schon wieder vergessen. Er ist so eine Hohlbirne. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Tierarzt, gucken uns das jetzt mal ganz genau an, ob da wirklich jetzt was passiert ist. Weil, also das Einzige, der bis jetzt auf jeden Fall schon Schaden gemacht hat, ist der Fahrradfahrer. Der hat so ein aufgeschürftes Bein und das Fahrrad ist irgendwie kaputt. Aber Flash geht's irgendwie blendend. Dann sind wir zum Tierarzt gegangen und wir wurden zum Glück direkt vorgezogen, weil es halt so eine Art Notfall war. Er wurde noch gewogen. Er war ziemlich dick. Und da sind wir wieder. Und da wusste Flash auch schon genau, was ihm droht. Er hat richtig Angst in diesem Bad. Ich hatte so Angst, dass da irgendwelche inneren Verletzungen da waren oder irgendwie operiert werden muss. Aber zum Glück ist nichts festgestellt worden, was einfach unfassbares Glück war. Flash ist einfach die Maschine, Alter. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft noch mehr aufpassen, weil in Köln ist einfach krank hier wirklich diese Leute. Ich bin auf jeden Fall froh, dass dem kleinen Mann nichts passiert ist. Heute mein Geburtstag ist vorbei und ich habe einige coole Geschenke bekommen. Ein Geschenk gefällt mir am allerbesten. Und zwar von meinen Eltern. Die haben mir nämlich diese kleine Mini-Waschmaschine geschickt. Ich so, hä? Was soll das? Guckt euch das mal an, die kann wirklich waschen. Ich soll damit lernen zu waschen, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Die schenken mir das, weil sie mir eine echte Waschmaschine schenken, die schon bereits morgen ankommt. Ich hatte 4 Jahre lang keine Waschmaschine. Ja. Jetzt bekomme ich ja nicht eine, aber... Oh nein. Der Raum, wo die Waschmaschine rein soll. Gut, Digga. Ich spann nicht mal mehr auf. Oh. Junge. Oh. Ja, also der Raum ist etwas, also wirklich nur ein ganz kleines bisschen vollgestellt. Da ist der Anschluss für die Waschmaschine. Ich glaube, wir sollten das jetzt hier mal rausrollen. Ah. Sie geht irgendwann zu die Tür. Gut, dass ihr heute mit meiner guten Freunde hier seid und wir heute dabei helfen können. Ah. Was? Nein, bleibt hier, Leute. Warum klaust du mir den Hund? Was soll das? Dann haben wir auf jeden Fall 3 Stunden lang die ganze Scheiße rausgeräumt, damit die dann einfach daneben liegen. Aber Hauptsache, der Raum war frei. Langsam geht die Tür wieder auf. Und wir haben so viele legendäre Sachen gefunden, wie zum Beispiel die ersten Hey-Kaugummis. Da sind sie. Guck dich an, wie komisch die noch aussehen. Komisch die damals aussahen. Und wie geil sie am Ende geworden sind. Nein! Das war ziemlich dumm. Schmeckten damals auch ziemlich nach Arsch. Und die legendären pinken Kopfhörer waren da auch irgendwie in diesem Raum drin. Wieder da. Pinken Kopfhörer von damals. Wer kennt die noch, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr die pinken Kopfhörer noch kennt, dann seid ihr auf jeden Fall legendäre Hey-Moris-Zuschauer. Ja, die werden auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen. Und zwar genau hier. Ich hab sie damals so gehasst. Nachdem ich noch irgendwelche Bilder von Julia gefunden habe, war der Raum endlich frei. Und jetzt steht da endlich eine Waschmaschine drin. Man kann es nicht glauben. Ich kann es verkünden. Ganz Köln, ihr könnt es hören. Ich habe endlich eine Waschmaschine. Ja.
Danke dir auf jeden Fall, Mom. Und apropos Mom, wir sind außerdem danach direkt zu einem Pferdeturnier gefahren, zu einem Reitturnier. Aber es war nicht ein normales Reitturnier, sondern es war ziemlich besonders. Freunde, ich bin heute mal wieder auf einem Turnier von Lea, aber diesmal ist es einfach richtig krank. Lea ist nicht auf dem Turnier, sondern Lea ist die Schiedsrichterin oder die Richterin von dem Turnier. Und ich bin der Sponsor des Turniers. Also hey, Kaugummi sponsert sozusagen das Turnier, es wird richtig krank. Und Lea hat mir schon geschrieben, ich soll heute wirklich mal nicht so nerven und sowas. Also sie ist da ganz konzentriert am Reiben und wir sollen auf keinen Fall laut rumschreien. Meine Mama hat schon richtig Angst gehabt. Warum hast du denn Angst? Weil die denken, dass du einen dran hast. Denn der, das wird, was du da jetzt schon wieder vorhast, ich sag dir, sie würde sich beerdigen. Ich bin der Sponsor des Turniers. Ich darf machen, was ich will dort. Nein, das geht nicht. Natürlich, wir haben uns dran halten. Ach, oh, wir sind auch schon gleich da. Ich würde sagen, die Fenster gehen runter, meine Freunde. Los geht's. Ganz ruhig werden, ob wir uns heute verhalten. Das wird mega werden, glaube ich. Lea meint, dass wir dürfen auf gar keinen Fall in ihr komisches Richterhaus kommen. Die ist nämlich jetzt eine Richterin. Natürlich werden wir nicht in ihr Richterhaus kommen. Ich denke mal, das ist ja klar. Leute, heute werde ich mal Lea nicht enttäuschen. Ich werde Lea nicht enttäuschen. Ich werde mich heute benehmen auf dem Turnier. Leute, ich muss nachher sogar die Siegerehrung selber machen. Das heißt, ich muss mich auch ein bisschen auskennen mit Pferden. Deswegen habe ich mir jetzt hier so ein paar Pferdebegriffe angeguckt. Heute schon ausgesetzt, Johannes? Wie viele Chubs hast du denn bei dir, Johannes? Erklär mir das doch mal. Hast du heute auch schon aus dem Zügel gekaut, Johannes? Was ist, Ja, hab ich. Ich werde dich mehr weiter flämen und werde mein Führstrick jetzt Richtung Galopp-Gamaschen. Also ich würde sagen, ich bin ein absoluter Profi. Eine Sekunde hier und direkt in Pferdescheiße getreten. Johannes raschelt auf jeden Fall jedem Schritt, weil wir haben ganz viele Hey-Kaugummis dabei, die wir gleich alle verteilen werden. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal meine Werbung sehen hier. Neben der Allianz, neben Kanne, was auch immer das ist. Beste Marke der Welt. Lightning. Oh, was ist das denn? Das schönste Plakat von allen hier natürlich, ist ja klar. Lea ist in ihrer VIP-Area. Guckt euch das an, da hinten ist. Oh, da ist sie drin, da ist sie drin. Wir werden da sowas von noch hinklettern, Digga. Da darf man nicht hin. Ja, nein, wir gehen nicht hin. Keine Sorgen, ich bin ein Kaltblut. Mit der Kadetsche werde ich das auf jeden Fall nicht machen. Also mach dir wirklich gar keine Sorgen. Ich werde nicht auf die Koppel kastrieren. Also wirklich, mach dir bitte gar keinen Sinn. Laberst du da? Ich bin Pferdeprofi geworden. Lea, hallo, Lea! Das ist so geil, wie sie mal ignoriert. Warte, such da mal ran. Lea! Ignoriert es halt. So, darüber würde ich sagen, Prost. Lea will uns nicht Hallo sagen, das ändern wir jetzt. Natürlich werden wir nicht in ihr Richterhaus kommen. Ich denke mal, das ist ja klar. Hallo Lea, willkommen. Hallo, wir sind heute mit dir. Back. Lea war die ganze Sache etwas zu peinlich, hat die Flucht ergriffen. Aber die Sache musste sich ja noch lohnen. Wir bewerten das Ganze heute selber. Okay, let's go. So viel Scheiße durfte ich aber auch nicht bauen, weil immerhin war ich ja der Sponsor des Turniers. Und ich habe noch eine Siegerehrung machen müssen, die ich natürlich höchst professionell gemacht habe. Ich muss die Siegerehrung machen, aber es wird super. Das ist außerdem der Gewinn, meine Freunde. Sehr wunderbar. Da ist Lea, guck mal, bist du stolz auf uns, Lea? Lea, hallo, Lea, hallo. Bist du stolz, Lea, hallo? Ich bin mega stolz auf dich. Was denkst du, wer hat gewonnen von denen, Johannes? Was denkst du von denen? Ich? Ja. Acht Starter werden platziert. Nur eine kann Germany's Next Top Model. 175 Netflix. Und dann musste ich die Siegerin ehren. Und ich habe mal wieder mein komplettes Pferdewissen rausgeholt. Herzlichen Glückwunsch fürs Gewinnen. Der Gewinn. Danke. Eine Hey-Schabracke. Ich wusste einfach, wie das Ding heißt. Das ganze Lernen hat sich ausgezahlt. Ich bin ein offizieller Profi. Oh, ja. Los, Lea, bitte laschen, los. Klatsch einfach mal wieder normaler Mensch. Wenn ich alle im Kopf behalten, wie so ein richtiger. Und am Ende habe ich noch den Süßigkeitenstand gemacht. Wir hatten dann einen Hey-Kuchen. Ich habe einfach alle Süßigkeiten extrem teuer verkauft, außer die Hey-Kaugummi. Naja, ratet mal, was da nur noch verkauft wurde. Ein Kaugummi kostet genau 0 Cent. Danke. Ja. Johannes, war das gut? Wir haben guten Verkauf gemacht, oder? Ja, wir haben 5 Euro fies. Die Kaugummis verkaufen wir für einen satten Preis von 0,00 €. Also wir machen hier so Profit, Johannes. Das geht hier so rund. Alle unsere Kaugummis sind weg und wir haben schon 1 Euro verdient. Mega. Hallo, was wollen Sie kaufen? Na, oh, 100 Euro. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Gewinn machen. Kaufe ich nicht. Okay, dann halt 5 Euro. 5 Euro hier Gramm. Johannes, wir haben unsere ersten 5 Euro verdient. Leute, wir werden jetzt gerade vom Stand. Wir werden vom Stand verwiesen, weil wir so wenig Umsatz machen. Lea, hab ich das professionell gemacht, ehrlich? Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Quadrill-Rappe-Reitbahn habe ich dir super gerade gemacht. Außerdem habe ich dir das Reithalfter sehr gut benutzt. Warum habe ich das nicht gut gemacht? Du hast nicht gut gemacht, weil du hast so ein bisschen rumgeschrien. Die Sommerzeit.